So, als Eingangsschild. Ja, kurz davor, alle Dinge aufzuheben, ist natürlich auch reichlich sinnvoll. Weiß gar nicht, hier, aber direkt ist das noch nicht, gell? Das ist doch erst kurz danach. Zentrum Strand. Nee, wir müssen weiter geradeaus. Und dann irgendwo außerhalb die Kreuzung. Ach komm. Ich bin jetzt mal so frei. Wo hänge ich denn jetzt dran? Ist egal. So. Ich bin mal so frei und presch mal an dem ersten vorbei. Gleich, hoffentlich. Genau. Vielleicht presche ich vorbei. An dir nicht. An dir auch nicht. Boah, die sind alle schneller als ich. Weißt du, beschleunigen können die. Aber schnell fahren? Nö. Jetzt habe ich die doch wieder vor mir. Mist. Egal, komm. Was? Ohne Kratzer? Aber der hat vorher schon Kratzer gehabt. Waren zwar auch von mir, aber... Da hast du nicht gesagt, dass ich keine reinmachen soll. Ich bin da mal gespannt. Also, das ist das Hindernis wahrscheinlich, gell? Das ist das Hindernis, von dem die Ausfahrt, von dem die Ausfahrt hier gesprochen hat, ne? So, komm einmal durch hier. Vorne dürfte das sein. Wo die Waldlichtung? Hier ist immer noch geradeaus. Okay. Dann ist es noch ein Meterchen. Vorne spawnen auch noch Autos, das heißt, wir sind immer noch nicht da, ne? Macht nur ein bisschen schneller hier. Nicht? Schade. Aber dass man da nichts dagegen machen kann, dass sie hier 60 fahren, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, da kommt jetzt eine Leitplanke dazu, da vorne, das könnte eine Kurve oder auch eine Kreuzung sein, ich weiß es ja nicht genau. Die Kreuzung nach links wird es nicht sein. So, da vorne noch aber, oder? Genau, Überholverbot. Ach ne, Überholverbot wegen der Kurve, nicht wegen der Kreuzung. Ach Leute. Warum ich der Helper auch so weit weg? Achso, sonst könnten die auch laufen, stimmt. Sonst könnten die alle laufen. Das ist da vorne immer noch nicht, gell? Nö. Na ja, gut. Wir sind Buschfahrer, wir halten euch auch ruhig. Wenn wir das nicht tun, dann tut es mir halt leid. Ach Leute. Nicht stehen bleiben. Er ist doch nicht dran vorbeigefahren, oder? Nee. Was steht jetzt hier in der Ding? Biege nach rechts. Ach, da ist das liegen gebliebene Fahrzeug. Abzweig Karlshagen. Ich kann mir nicht genau sagen, wo der ist. Ich hoffe echt nicht, ich bin dran vorbeigefahren. Wäre es ein bisschen blöd. Da ist immer noch keine Kreuzung. Hm. Da vorne sind die nächsten Häuser, wie es aussieht. Ach, da, hier, okay. Da Kreuzung, also ganz, ganz weit nach Zinnowitz. Okay. Mit mir kann man es ja machen. Ich bin nur der kleine dumme Busfahrer. So, ist hier genau da einmal zum Zeltplatz. Bin mal gespannt, was da ist, was es da erwartet. Liegen gebliebenes Auto, das können wir auch gleich wegschieben. Was wir schon, als wir so einen Bus gemacht haben, zwar auch in New York ein bisschen ausgeparkt und sowas, aber generell, was wir schon mit so einem Bus gemacht haben. So. Was ist jetzt hier das Problem? Das Auto ist das Problem. Ja, wow. Ist ja ein Riesenproblem. Es ist ja zum Glück nicht so, dass ich da mit einem Boden drum und an der anderen Seite vom Baum wieder vorbei könnte. Nein, nein. Ach komm. Was willst du machen? Einmal rein mit euch. Ihr braucht zwar kein Ticket vorzeigen, weil ihr eigentlich Sonderfahrgäste seid, aber egal. Einmal bitte, kriege mal hin. So, hallöle. Guten Tag. Hallo. Dann schauen wir uns den Campingplatz noch mal gerade bei Tag an. Guten Tag, hallo. Boah, der ist aber richtig groß. Na ja, gut. Aber Hauptsache, passt gerade so in den Bus. So, für die vier Leute hat man zum Glück auch kein Taxi bestellen können. Hm. Nee, ist echt zu. Brennt es da auch ein Feuer? Nee, es ist nur nachts da. Okay.
So, das unter dem Bus, das ist der Sandplatz. Und das ist das, oh, ach so schlimme Auto. Also ich glaube, das Spiel möchte halt einfach, dass wir da dran vorbeifahren. Ich wäre jetzt ja eigentlich einfach an der anderen Seite vorbeigefahren. Also an der linken Seite vom Baum. Ich glaube, die wollen, dass wir hier durchfahren, gell? Ach komm, können sie haben. Warum klappt das jetzt nicht? Ich passe da doch locker durch. Spiel so, nee, Kollision. Ach komm. Rolex wieder am Arsch. Dann fahr ich an der anderen Seite vorbei, ne? Dann fahre ich hier vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wo da das große Hindernis ist, aber... Hab gerade auf einmal taucht da das große Moormonster auf und ich habe keine Ahnung. So, und jetzt müssen wir wohin zurück? Zurück zum Bahnhof Kosoro. Okay, das ist da, wo wir hergekommen sind. Andere war ja Wolgast. Okay, naja. Kriegen wir hin. So, hier könnt ihr auch gerne mit dem Zug weiterfahren. Das ist am Bahnhof. Ach, Quatsch, wir fahren euch schon zurück. Dafür sind wir ja da. So, ist sogar grün. Komm, die Ampelphase schaffen wir noch. Naja, einwandfrei. Hui. Ah, das passt doch. So, 111. Da sind wir wieder, ne? Die Straße unseres Vertrauens und unserer Schnapszahl, genau. Hängt sogar Heuballen rum. Schick, schick. Ja, bremst einfach wieder. Ist in Ordnung. Aber ich glaube, das ist auch ein Teil, den ich echt nicht vermissen werde, wenn wir jetzt dann nachher noch mit der allerletzten Mission durch sind. Werde ich ganz sicher nicht vermissen, den Teil mit den bremsenden 60 fahrenden Autos auf der Landstraße. Das werde ich nicht vermissen. Da bin ich ganz, ehrlich gesagt, ganz froh, wenn das, wenn das rumfährt. Hier passt das jetzt halbwegs, aber so mit 100 hier langfahren wäre halt schon sinnvoll. Mehr oder weniger, ich meine, die können wir alle anschnallen, dann können wir auch hier einen auf Reiseverkehr machen oder sowas, dann können wir das auch. Dann können wir auch mal 100 fahren, ne? Stehen tut der eh keiner, ist 80 zumindest mal auf jeden Fall. Naja, okay. Wir schaffen das schon, ne? Die letzte Meter auch noch, um uns die letzte Mission stattfindet, das weiß ich auch nicht genau, werden aber, denke ich, auch irgendwann im Laufe der heutigen Folge oder morgen, wahrscheinlich ja morgen, dann auch nochmal rausfinden, wo wir da unsere allerletzten Meterfahrt einmal vollziehen müssen. So. Aber jetzt haben sie doch ganz gut Zug drauf da vorne. Gut, ich will es jetzt nicht raufbeschwören, dass wir es gleich nicht mehr haben, aber okay. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir dann irgendwann mal links abbiegen müssen, wobei spätestens wären wir dann an so einer unsichtbaren Karneval Dekoration dann hängen bleiben, dann wissen wir eh schon ein bisschen falsch, aber muss ja nicht so sein, gell. Das muss ja nicht so sein. Oh, ich muss hier eine Schleife fahren. Hui, hui. Schön ganz piep rechts fahren, ja, ja. Oder vorne wieder schöne Schleife fahren, im roten Fahrschulauto hinterher. Aber die Richtung ist auch ganz schick. Dann fahren wir die doch auch mal. Aber jeden Moment könnte es hier regnen, gell, so wie es aussieht. In dem Moment könnten wir stehen bleiben. Das ist. Da ist es das andere natürlich. So, das erste Kaff haben wir hier. Sehen wir schon die Ausläufer davon. Naja, dann passt das doch alles. Alles gar kein Problem. Könnt ihr mir alles ziehen. So, hui, muss ich auch so schnell rüberziehen wie du. Ich arme einfach mal die KI nach. Können wir auch mal machen. Doch, die arme KI. Na, was wird anders übrig, ne? So, aber einiges sind dann Autos hier vor uns. Naja, okay. Ist da grün oder so? Nee, ist rot. Okay. Soll ich das hier mal probieren mit dem dran vorbeifahren oder nicht? Gute oder schlechte Idee? Ich glaube eher schlechte Idee. Nee, gute Idee. Nee, schlechte Idee. Schlechte Idee? Schlechte Idee. Schlechte Idee. Ich hab's verstanden. Ist eine schlechte Idee. So, komm, guck mal, dass wir da halbwegs rauskommen. Sollte eigentlich passen. Achso, passt mal wieder nicht, ne? Schade. Ah, doch, das passt hier. Komm, das passt. Ist ein bisschen schade, dass wir hier genau einmal rum. Dann wenden wir hier nochmal. Guter Zeitgewinn war es natürlich, atemberaubend von diesem Manöver. Also, da ist nicht zu verdenken. So,
So, ich muss einmal ganz rumwenden, weil anders komme ich halt den nicht rum, ne? Aber wir kommen auf jeden Fall wieder raus hier. So, an der Kreuzung können wir dann auch einmal Kehrtwende so rum machen. Ja, du wartest mal. Genau. Hast du gesehen, ne? So, machen wir einmal. Einmal so. Und dann haben wir das geschafft, ne? Zwar nicht mit dem geforderten Zeitgewinn, aber naja, wir haben es geschafft. So, das passt aber nicht, gell? Oh, das passt. Wunderbärchen, ihr habt da alle überlebt. Ist auch super. Habt das davon, ist wieder ein Auto. Egal, ne? Wir sind schon ein bisschen abgebrüht. Ja, und das bauen wieder neu, ist ja klar. Och, Leute. Das kann so nicht sein. Ja, war das stur lächeln und winken, winkeln. Ja, nee, winkeln hört sich falsch an. Stur lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Gibt es, schreibe ich mir jetzt einfach hier so als Motto über das Let's Play. Lächeln und winken. Stur lächeln und winken. Ich glaube, das ist die einzige Reaktion, die mir damit halbwegs, halbwegs ohne graue Haare dann wieder rauskommt. So, Tankstelle mit dem Nichts brauchen wir heute nicht. Aber teure Preise, gell? Naja. Wir müssen ja nicht tanken, und selbst wenn, wir müssen es ja nicht bezahlen. Ist der Cheffe. Ist der Cheffe, der das bezahlt, ne? Von dem her. Ah, das ist gut. Ach, hier ist. Okay, hier ist die Farm. Dann weiß ich ja Bescheid. Da steht sogar jemand. Möchte die mit dem Bus fahren? Nö, wahrscheinlich nicht. Ich will ja, dass sich meine Fahrt hier halbwegs rennt hier mit den vier Leuten. Na, das ist halt, eher so mittelmäßig, gell? Naja, okay. So, dann müssen wir uns einmal auch gleich durch. Das eine Kaff mit Z durch, bei dem anderen waren wir ja gerade. Und dann geht's einmal links rum. Aber was zuckeln die da auch so? Bieten schneller, dankeschön. Hat der Parkplatz hier irgendwas Besonderes, oder ist das nur einfach so? Können wir wahrscheinlich Eisenbahnfreunde parken und dann da oben Fotos oder Videos von den vorbeifahrenden Zügen da machen. Oder von den SEV-Bussen. Keine Ahnung. Wird schon seine Berechtigung haben. Wobei, auf Bundesstraßen hast du ja auch meistens Parkplätze für LKW, weil die ja auch Ruhezeit und so einhalten müssen, aber auch oft über Bundesstraßen gelotst werden. Wo es halt auch nichts anderes gibt, deswegen. Ja, macht schon irgendwie alles Sinn, ne? Ein Mini. So, da vorne können wir mit der Landwirtschaftssimulator spielen. Sehe ich da vorne schon Ortschaft oder noch nicht? Ja, das könnte sein. War ja fast direkt nach der Ortschaft, wobei mit ein bisschen. Ja, mit ein bisschen Abstand war da ja was, gell? Dann bin ich echt mal auf die allerletzte Mission gespannt. In New York hat man wirklich auch so einen Teil Story und hier ist halt wirklich einfach nur Aufgaben durchmachen, aber ja, war da trotzdem der Strecke entsprechend, sagen wir mal, relativ interessant gestaltet. Der Strecke entsprechend. So, genau. Zempin, das war das hier. Vielleicht müssen wir da noch irgendwie hinfahren oder so, keine Ahnung. Bei der Suda kommen wir auch gar nicht hin. So, Bushaltestelle hier in dem Kaff. Aber Hauptsache, die fahren überall konstant 60. Die kennen auch nichts anderes. Ich bleib hier, mein Tempomat, da bleibt alles so, wie es ist, ne? Nur mal ganz stark bremsen, wenn da vorne mal ein Auto spawnt, aber ansonsten, ach, da ist rot. Aber das können sie dann wieder. So. Was machen sie da, der Herr? Sie wirken sehr eingefroren. Ist kalt geworden heute, gell? So, da kann man auch einkaufen gehen. Ah, schick aber drapiert am Ladenfenster. Kann man irgendwie reingucken? Das ist halt nur leider kein Einkaufsladen. Schade. Schade, schade. So, die holen wir wieder einer vorne, ganz locker. Und das ohne, dass da einer spawnt, hoffe ich mal. Wenn nicht, dann halt nicht. So, Parkplatz. Nee, da müssen wir nicht hin. Nur halt eben auf die nächste Kreuzung achten. Zumindest auf die nächste größere Kreuzung. Der Rest ist ja größtenteils egal, ne? So. Baut sich schon alles auf. Und ihr seid immer noch da, ne? Ihr seid meine treuen Begleiter auf dem ganzen Weg. So. Auch wenn ihr etwas langsamer Begleiter seid. Begleiter ist auch falsch. Ihr fahrt ja voran, ne? Das ist ja noch ein bisschen was anderes.
Begleiter würden neben mir herfahren. Ich könnte ein bisschen mich beeilen, aber nee, ist ja in Ordnung. Tucker, 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 tucker. So, ist das da vorne die Kreuzung? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist noch ein bisschen bald. Ich muss mich noch etwas gedulden, bis ich abbiegen darf. Und die Fahrgäste auch, bis ihr da seid, ne? Vom Zeltplatz mit euren Matschschuhen hier im Bus. Geht ja mal gar nicht. Weißt du, die haben sich auch alle so verteilt, als ob sie sich absolut nicht kennen würden. Nur zwar gemeinsam Zelturlaub gemacht. Oh ne, den kenne ich nicht, ne? Der hat schon 5 Tage nicht geduscht. Ne, den sitze ich nicht, ne? Nee, keine Ahnung. So. Upsala. Muss ich das auch machen? Knie beugen. Ist bestimmt gesund. So. Dort vorne dürfen wir einmal, genau. Einmal links rum, einmal weg von unserer Hauptstraße. Ach, hier ist ohne Ampel. Stimmt, hier wäre ja ohne Ampelverkehr. So, also einfach einmal rum hier. Oh, bist zu schnell, gell? Ja, bis der hier rumgelenkt hat. Oh, das passt. Ja, der Pneu besteht jetzt nicht mehr, aber er ist in Ordnung. Ja, da kannst du nichts machen. Ein bisschen Verlust, gell? Da kannst du nichts tun. So, die letzten Meter. Ja, genau. Uhrzeit sagt auch, wir haben ein bisschen was hinter uns. Und dann haben wir Feierabend für heute. Und dann haben wir heute ein bisschen früher angefangen, heute Morgen. Und du fährst um 4:30 nach Hause, hoffe ich mal. Ohne den Bus zurück ins Depot zu fahren, weil dann streike ich. So, einmal rum hier, dann sehen wir bald linke Hand dann nochmal den schönen, schönen Steg. Schön medium gebraten, oder? Ja, genau. Den medium gebratenen Steg ist dann auch der Steg, genau. Hm. Sehen wir auf jeden Fall dann links rum. Bald, und dann sind wir auch schon im kleinen Ortschäftchen mit dem Bahnhof. Aber weißt du, statt dass wir die irgendwie wirklich zu Hause abliefern, ne, die müssen alle zum Bahnhof und dann von selber laufen. Oder bitte mit dem Bus zurückfahren. Hier ist der Parkplatz, sogar mit Fußgängerüberweg. Ja, war ja aber niemand. So, hui. Passt das so mit 90? Nee, passt es nicht. So, so ist, glaube ich, ein bisschen anständiger. Und da sehen wir auch schon die allerersten Häuser dieser Ortschaft. So, Ortsschild, das passt. Und dann mal gerade durch zum Bahnhof, da ist er glücklicherweise recht einfach zu finden. Möchte jemand hier mitten zwischendrin aussteigen vielleicht? Niemand? Na gut, dann nicht. Müssen wir direkt, können wir hier rein oder müssen wir irgendwo anders durch? Oh, wir rutschen durch. Ja, komm dann. Dann fahren wir durch. So, ich glaube, wir müssen einmal hier durch die Wände. Ja, das passt. Ich glaube, hier, nee, wäre kein Eingang gewesen. Gut, dann ist das die einzige Möglichkeit, hier in den Bahnhof zu gelangen. So, sehr geehrte Fahrgäste. Bitte alle. Oh, was steht denn da? Da stand doch was. Okay. Ach so, da kann man dann... Okay, da kann man, wenn man eine freie Fahrt macht, kann man dann hier eine Route wählen. Okay. Jo, ist auch nicht verkehrt. Ja, ist er zum Glück nicht weit, ne? Also wäre er zum Glück nicht weit irgendwie. Ja, ist egal. So. Einmal zurück zum Menü und dann gucken wir uns die letzte Mission hier an. Für, nicht nur für heute, sondern für immer. Umleiter. Anklam war ich noch nie. Keine Ahnung, wo das ist, ne? Aber ich habe das nur mal in der Zielbeschilderung gesehen. Dienstfahrt. So, das kennen wir ja schon mal. Oh. Schöne Lichtstimmung. So, zum letzten Mal ein bisschen rausgehauen, aber Sonne sehe ich trotzdem keine. Ist egal. Du übernimmst jetzt die Anklam-Umleiterroute. Fahre bis Bahnhof Vollgast und lasse keine Haltestelle aus. Von dort geht es wieder zurück bis Bahnhof Kosovo mit Stopp an allen Haltestellen. Klar soweit? Hä? Raffe ich jetzt nicht ganz. Also was müssen wir machen? Das ist einmal komplett durch. Es ist einmal komplett von hier bis ans andere Ende und wieder zurück. Ich glaube, das mache ich da mal in einer Extra-Folge, ne? Das schaffe ich heute nicht mehr. Also, Umleiter anklammern. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir jetzt heute eindeutig zu lange. Das ist einmal komplett bis... durch, an jeder Station halt und komplett wieder zurück. Nee, das machen wir mal wann anders. Das machen wir heute nicht. Gültig ab 11. Dezember 2005. Ja, ist schon ein bisschen älter der Fahrplan. Und hat ein bisschen mehr Haltestelle als unserer. Ist egal. Also, wir sehen uns dann auf jeden Fall irgendwann in einer neuen Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ja,
Tschüssi.